Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe immer wieder gedacht, nach so langer Zeit sollte ich doch mal wieder ein paar Assassin's Creed Videos machen, beziehungsweise überhaupt ein paar Videos machen auf meinem Kanal, da ich ja jetzt schon seit längerer Zeit wieder nichts gemacht habe. Und ich werde euch auch gleich erklären, warum das so ist. Aber ich denke mal, wir fangen erstmal mit dieser Hauptquest hier an und hören uns erstmal an, was die Leute hier zu sagen haben. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Haben sie dich gesehen, alter Mann? Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manier. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Nadia Kia, Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler. Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Okay, also sollen wir jetzt mal Holz besorgen? Bloß ich weiß nicht, ob ein besoffener Kapitän nicht so... Naja, ich denke mal nicht, dass es ein guter Kapitän sein wird, wenn er besoffen ist. Jedenfalls machen wir uns erstmal auf den Weg und holen das Holz. So, ja, ich bin endlich mal wieder da. Na, beziehungsweise, was heißt da? Ich war schon die ganze Zeit hier, bloß ich hatte vor Weihnachten, oder die letzten zwei Wochen, vor den Weihnachtsferien hatte ich mega Stress, und zwar, so wie Lehrer natürlich sind, haben alle gesagt, ach, wir haben ja noch zwei Wochen Schule, lass doch mal eine Arbeit schreiben. Dann kam, und dann hatten wir auch noch zwei Probe-Abis, die natürlich an zwei darauffolgenden Tagen waren, so super wie unsere Schule organisiert ist. Ja, und dann haben wir in den letzten zwei Wochen noch fünf Arbeiten geschrieben, davon zwei Probe-Abis, die natürlich ein bisschen länger gehen und wofür man auch ein bisschen mehr lernen muss. Wir haben nebenbei auch noch ein Projekt laufen. Das ist natürlich immer gut, wenn man schon so unter Stress ist, dann, ach ja, macht mal euer Projekt noch fertig zu den Probe-Abis. Ihr habt ja genug Zeit. Ja, natürlich haben wir genug Zeit. Lehrer sind immer richtig gut in der Zeitplanung. Und ich weiß nicht, warum ich hier hochkletter. Ja, da musste ich das auch noch machen. Mega viel lernen für die Arbeiten. Und dann denke ich mal, dass ihr wisst, dass man dann nicht große Lust hat, Videos zu machen, beziehungsweise auch keine Zeit hat, Videos zu machen. Weil Schule natürlich vorgeht. Ja, dann war zwar alles fertig, bloß hatte ich irgendwie noch nicht so richtig Lust, Videos zu machen, weil ich mich erst noch ein bisschen ausruhen wollte. Jetzt will ich mal kurz stehen. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Gut,
während wir hier mal mit dem Journal ein bisschen rumspielen, kann ich ja weiter erzählen. Vor Weihnachten hatte ich dann nicht so wirklich Lust, Videos zu machen, weil ich ja eben noch mega kaputt war von den ganzen Klausuren und so und ja, mich erstmal ein bisschen entspannen wollte. Außerdem war das Headset, das war schon ein bisschen länger so kaputt und dann ging es immer mehr kaputt, dann irgendwann waren das zwei Teile, ein Headset. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, da ich ja zu Weihnachten eh ein neues Headset kriege, warte ich mal, bis ich das kriege. Okay. Ja, jetzt, wie ihr hoffentlich, oder ich denke mal, dass ihr es hört, dass ich ein neues Headset habe. Habe ich das neue Headset, jetzt werde ich auch wieder Videos machen. Und ich habe auch wieder Lust, Videos zu machen. Weil ich ja jetzt keinen Stress mehr habe und so. Jetzt erstmal so ein bisschen ausruhen. Dann noch eine schöne Kursfahrt am Ende des Januars. Also jetzt erstmal fast gar nichts. Natürlich noch ein paar Arbeiten schreiben nach den Ferien, aber das ist ja eh klar, dass die Lehrer, die vor den Ferien nicht mehr machen konnten oder machen durften, nach den Ferien machen. Zeit sehr schnell. Tage des Lernens. Und ich bin wieder still. Und der Arbeit war in der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen, dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihnen jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Gut. Hier nochmal so ein schöner Ausblick. So ein Panoramaausblick. Zack. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da unten zum Schiff hin. Ja, jedenfalls habe ich jetzt, ja, Lust habe ich wieder, genau, und Zeit natürlich auch, das sind ja Ferien, yeah. Oh, lass mal hier runterspringen. Ja, und ich hoffe, ihr hattet alle so gute Weihnachten wie ich, eine schöne Bescherung beziehungsweise vor allem eine brauchbare Bescherung, so wie ich mit einem neuen Set. Und nicht irgendwie sowas, was ihr überhaupt nicht braucht. Beziehungsweise es geht ja eigentlich gar nicht um Geschenke. Eigentlich geht es ja um Religion und so. Naja. Und ja. Feiertage, alles gut überstanden. Und jetzt geht's mal wieder weiter mit Assassin's Creed. Und mit dem Kapitän hier. Der jetzt vollkommen anders aussieht als vorher. Nicht mehr so ein stockbesoffener Mann, der da hinten zusammenbricht. Okay, wir reden nicht mit ihm. Aber wir fahren endlich Schiff. Darauf haben wir so lange gewartet. Ich habe es zwar schon gemacht, aber ihr habt es noch nicht gesehen. Und jetzt könnt ihr es sehen. Und ich sage euch, Schiff fahren ist eines der besten Sachen, die man in Assassin's Creed 3 machen kann. Okay, jetzt spricht er doch noch mit uns. Deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus.
Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Holt das Graussäglein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer. Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Ja, Leute, falls ihr jetzt einen komischen Cut seht, das muss leider so sein, weil sich meine Konsole entschieden hat, oder mein Controller hat einfach mal so entschieden, ja, machen wir mal die Xbox aus. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, jedenfalls hat er dieses komische Menü aufgemacht, wo man auswählen kann, ob man den Controller ausmacht oder die Xbox oder gar nichts macht. Und da habe ich dann wohl aus Versehen auf Herunterfahren gedrückt. Und hab die Xbox dann mal kurz ausgemacht. Naja, so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Ihr habt ja nichts verpasst. Ich habe nur 5 Minuten ungefähr verschwendet, weil ich dann noch was runterladen musste. Ich das natürlich vorher nicht gemacht habe. Aber hier sind wir auf hoher See. Und wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich eins der besten Sachen, die man hier in Assassin's Creed machen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe nur diese eine Mission hier mit dem Schiff gespielt. Man kann nachher auch mehrere Sachen mit dem Schiff machen und dann irgendwo hinfahren. Aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Achso. Achso. Gut. Also bisher habe ich nur diese Mission gemacht mit dem Schiff oder diesen Teil hier, aber ich muss schon sagen, dass er wirklich gut ist. Ja, guck mal. Ich lenke. Halbes Segel. Wie cool das auch ist. Weißt du, hast hier so ein riesen Schiff. Und da unten sieht man auch, von wo der Wind kommt. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Ja, ja. Sie ist ein mächtiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Nö, will ich nicht. Doch, will ich. Jedenfalls, ich finde das eigentlich... Volle Segel, holt euch den Wind! Ich finde das eigentlich auch recht gut nachgestellt, vor allem, dass das Schiff auch schwerfällig ist und sowas. Sei wachsam, wow. Bögen sind schwer zu meistern. Geh da rüber. Geht auf halbes Segel! Langsam, Sie, halbes Segel! Ja, genau. Gut. Ja, ich finde das auch sehr gut nachgestellt mit dem schwerfällig sein und sowas. Und auch mit dem Wind. Da gab es ja früher noch keine Elektromotoren. Magneten, wollte ich sagen. So, jetzt dreht der Wind hoffentlich wieder. Oder? Ja, wir können wieder volles Segel. Gib mir alles. So, und ja. Schifffahren ist wirklich eins der besten Sachen, die man hier machen kann. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Ah, ich bin noch ein guter Seefahrer. Setze halbes Segel, dann ist sie leichter zu manövrieren. Ach, ich kann das auch mit vollem Segel. Ich bin noch kein Weichei. Außerdem finde ich auch, dass hier dieses Größengefühl gut rüberkommt. Weißt du, dass man so ein kleiner Mann ist und hier so ein Riesenschiff... Pass auf die Schiffe auf. Segelt, ja, Mann. Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Du, sei mal ruhig. Ich hab gedacht, ich bin Seefahrer. Ich frag mich, was passiert, wenn ich jetzt das kleine Schiff da gerammt hätte. Oh, da war ja ein Fels. Oh, oh. Ah, okay, das schauen wir noch. Ja, also, dieses Größengefühl kommt gut rüber. Außerdem finde ich auch gut, dass hier die ganze Zeit die Leute rumklettern und da zum Beispiel links wieder einer. Und sich da um die Segel kümmern und all sowas. Also wirklich gut inszeniert. Und auch mal ein bisschen Abwechslung. Oh oh. Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Kreuzwinde. Ja, super. Jetzt könnte ich eigentlich wieder Vollgas geben. Okay. Los, volles Segel! Volles Segel! Holt euch den Wind! Bestimmt kommt gleich wieder ein Kreuzwind. Und schiebt mich hier in die Felsen. Das wäre ja lustig. Kein Schaden erleiden. Na, ich doch nicht. So. Jetzt müssen wir wohl anlegen. Wir sind bald da. Weniger Gehen wir mal lieber auf halbes Segel.
und versuche mal, den da vorne nicht zu rammen. Okay, das müsste eigentlich klappen. Oh, gut. Wir müssten gleich unsere Zeit erreicht haben. Unsere 15-Minuten-Marke, besser gesagt. Weniger Fahrt, Segel streichern! Anhalten, kein Segel! Wiederholt, B drücken. Oh, cool. Okay, und mit dem Anker werfen. Mit dem Einlaufen des Schiffes in den Hafen würde ich mal sagen, das war's dann mal für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Ich mach noch mal Pause.